dass wir da auf der sicheren Seite sind. Oh, das wird ein guter Angriff, wenn ich das so sehe. Der Angriff wird gut. Gucke mal. Gucke mal an. Das sieht auch nicht schlecht aus hier. Den hier machen wir mal weg. Hier ist jetzt keine Ausfahrt. Zumindest noch, ne? Wen kann der mal weg? Hier, der kann auch weg. Wieso das jetzt hier rot ist, verstehe ich noch nicht ganz. Wahrscheinlich, weil hier noch überall Signale fehlen, ne? Hier werden Signal dann. Hier werden Vorsignal. Vor dem Teil. Genau, dann fährt er da rein. Das gefällt mir gut. Jetzt brauchen wir das Bus noch für den auch noch. Hier, der Bogen war weg da. So, du musst nämlich auch da hin. Und das geht. Gucke dir das an. So oder so. Egal, ne? Ja, rammel da ran. Wunderschön sieht das aus. Geht so. Hier muss auch wieder ein Vorsignal hin. Wo auch immer die jetzt gelandet sind. Hier ist eins. Da, wunderbar. Hier müsste jetzt auch nochmal ein Signalchen hin. Signalchen, ja. Wunderbar. Ist eigentlich auch ein Vorsignal hin. Einfach damit der hier in Sicherheit stehen bleibt. Aber wird schon gehen. So, jetzt sollte das hier funktionieren, dass du heimfahren kannst. Mein Freund. Wie sieht's aus? Auf geht's. Ja. Es funktioniert. Er fährt heim. Wunderbar. Wir holen jetzt blaues Band. Hier werden wir auch wieder blaues Band brauchen. Ja, genau. Und dann ist das gut. Wir brauchen ja dann wirklich bloß noch die Miner hinzusetzen. Also die Miner, die Erzförderer. Den Anschluss zu tätigen mit dem Fließband. Und dann ist die Sache ja schon gegessen quasi. Ich sollte jetzt dran denken, gleich die Züge zu bauen. Dann habe ich die nämlich auch gleich mit. Treibstoff für die Züge ist ja auch vorhanden, also das sollte alles kein Problem sein. Ja, schön, ne? Das funktioniert hier echt gut. Der Wartebahnhof war echt wichtig, damit hier Ruhe einkehrt und nicht mehr so viele Leute hin und her fahren. Der Wartebahnhof hat es echt gebracht und jetzt sehen wir hier, hier warten auch ein paar. Das heißt, das funktioniert auch sehr gut. Interessant, dass der jetzt sich hier hingestellt hat. Macht aber nichts. Der nächste stellt sich dann wieder hier hin. Muss man das mal angucken. Ah, das funktioniert. Das funktioniert echt gut. Jetzt sind alle verfügbar. Ja, wie gesagt, der obere wird ja bevorzugt. Ich muss bloß mal einstellen, dass wenn hier der Wert 4 ankommt, dass dann auf jeden Fall zu ist. Weil... Nee, dass der hier offen ist. Wenn hier schon Viere stehen, dann haben wir ein Problem. Ach ja, hier, du, Manuel, bitte nicht wegfahren. Ich muss meine Züge holen. Halt! Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Bin aus dem Gebiet rausgerannt. Ja, sorry. Wird mir wieder vorkommen. Also, vielleicht. Hoffentlich. Wo ist denn hier Gebiet? Hier ist Gebiet. Okay. Na, dann... Sacken wir uns mal die Motoren ein. Wir brauchen ja wieder 4 Loks. 2 Loks. Kann ich schon mal bauen. 3 Loks. Nein. Reicht nicht. Setze. Wie viele Waggons habe ich? Der eine ist ja... Warte mal. Ich brauche bloß noch 3. 1, 2, 3. Der eine ist ja von unserem Zug da. Wobei... Könnte ich eigentlich auch behalten. Okay, Züge habe ich. Blaues Band. Ich habe ein bisschen was, aber ich hätte gern mehr. Ja, hier. Stimmt, ich habe euch wieder vergessen. Kommt, gebt mir euer Zeug noch schnell. Ja, der sagt Alarm. Deckt er das ab? Leider nicht. Also, da muss noch einer hin. Ich habe ja auch noch. Dann kann er das schön abdecken. Vielleicht baue ich dann doch nochmal hier hinten... Vielleicht mache ich mir auch mal ein bisschen frei und baue hier nochmal so einen Außenposten hin und hier auch, damit ich noch ein bisschen weiter in die Richtung scannen kann. Da da ja vielleicht noch was kommt. Wir sehen ja jetzt hier, dass das alte Gebiet endet und dann das neue anfängt. Und ab dann kommen ja die besseren Rohstoffe quasi.
Von daher wäre das, denke ich mal, nicht ganz so eine schlechte Idee. Wenn es überhaupt eine schlechte Idee ist, hier, das kann erstmal da rein, ne? Da brauche ich ja nicht mehr zu haben. Aber hier kannst du mir nochmal. Nämlich 400 mit. 400 sollte reichen. So viel werden wir nicht brauchen hier. Der Museumspanzer. Sollte ich mir echt mal ein Museum machen für den. Für meinen Museumspanzer. Genau, die andere Sache ist. Etwas mehr Sprengstoff wäre auch noch nötig. Ich könnte jetzt hier nochmal einen hinbauen. Wenn ich das so gerade so sehe, dann hätte man noch eine Sprengstofffabrik. Ich könnte die natürlich auch mit Geschwindigkeitsdingern vollstopfen. Warum nicht? Komm, hol dir 10 Geschwindigkeitsmodule und stopf die da einfach mal rein. Dann geht das ab. Weil der braucht ja jetzt doch ein bisschen was, um da freizuräumen. Dass er da immer genug Stoff hat, wäre ganz gut. Ja, 10 Dinger. Dann hat der wenigstens auch mal wieder was zu tun. Ich hätte jetzt die anderen 10 Dinger auch in die Ölverarbeitung schmeißen können, aber da hat man ja auch gesagt, die bauen wir nochmal um. Also die wurden nochmal groß gemacht irgendwo. Irgendwie, irgendwann. Ja, machen wir 2 rein. 2 reicht. Das ist ja der hier nicht. Der braucht das nicht, sorry. Weg da. Der nicht, der nicht, aber der hier schon. Wo sind sie hin? Ja. Dahin. Dahin. Und dahin. Okay, die hier oben kriegen jetzt 3. So, einfach nur, damit ich sie los bin. Yay, immer schön raus mit dem komischen. Ja, da geht das ab hier. Brauchen mehr Strom und alles, aber. Hier müssen schon mal, muss schon mal was produziert werden, ne? Wie viel gut denn hier zwischengespeichert überhaupt? Ja, auch bloß eine Kiste, ne? Ah, das sollte ich auch mal ausbauen. Am besten nochmal 2 Kisten. Hier ist überall Gebiet dafür, ja. Aber kein Strom, oder? Wo ist denn Strom? Ja, da ist kein Strom. Okay, macht nichts. Dann bauen wir da halt Strom hin. Hier nochmal 2 solche Dinger hin. Recht ein langsamer Greifarm, wissen wir ja. Und einfach nochmal Strom. So. Das ist einfach nur, damit wir genug Zwischenspeicher haben. Ich hätte jetzt natürlich hier bup, bup machen können. Ach egal, jetzt ist das ja so. Ist auch egal, komm. Sehr gut. Jo, ich würde sagen, wir haben alles, was wir brauchen. Dann machen wir uns da runter. Wieder zurück zu Silo 12. Auf die Blitze, fertig, los. Das funktioniert schon mal alles. Die Züge haben wir einstecken. Das Zeug zum Bauen haben wir einstecken. Hoffentlich. Von daher sollte das jetzt eigentlich kein Problem sein. Hübsch, hübsch, hübsch. Ja, dann machen wir hier nochmal einen Außenposten hin. Ich werde jetzt gleich hier, wenn ich da stehe mit meinem Zug, kurz die Verteidigung hier ein bisschen verstärken und dann knallen wir hier nochmal weg und basteln da irgendwo hier unten oder so, wenn wir da hinkommen, basteln wir nochmal einen Außenposten hin, der dann schön scannt. Dasselbe wäre hier auch nochmal cool. Einfach damit ich hier, ist ja wie gesagt Ende vom Gelände, von unserer alten Generation, Map-Generation, und dann geht hier die neue Map-Generation los und da sind ja die Rohstoffe etwas größer als bei der alten. So, du wartest hier bitte, danke sehr. Aber erstmal machen wir den hier fertig, dass der läuft schon mal. Damit die Züge platt gefahren werden können. nee, so nicht. So, gut. Ich habe ja jetzt hier noch das Teil kopiert, glaube. Ansonsten kann ich mir das einfach ja wieder abholen. Das ist ja das Schöne. So, ist der blockiert? Nein, das passt tatsächlich genau. So wie wir das wollen. Aber ich brauche Sprit. Ja, gib mir mal Sprit. Ich muss... Wieso ist denn da eigentlich hier? Da, weg da. Ich brauche keinen zusätzlichen Sprit. So ein bisschen, das reicht ja für 2 Züge. Okay, einfügen. Oh, nee, das war kopieren. Verdammt. Ja, ich hole mir hier ja schon einen ab. Ja. Du bitte. Danke sehr. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Macht aber nichts. Einfügen. Das war wieder Kupferposten 5. Okay, der kommt weg. Macht nichts, weil hier ist... Was bist du eigentlich? Stimmt, wer bist du? Kupferposten 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Du bist 7. Ja, mach den erstmal und dann machen wir eine 7 hin. 7. Wunderbar, dann müssen wir dem hier nämlich bloß noch sagen, Kupferposten 7, meine Gute. Oder mein guter Zug. Bis Inventar voll. Das Ding ist natürlich hier oben. Ey, hier oben habe ich gesagt. Genau, erst Kupferposten 7 voll machen. Dann Kupfererz warten, dann Kupfererz ausladen. In dieser Reihenfolge, bitte. Aha. Dankeschön für Viren- und Bedrohungsschutz. Toll, Windows Defender. Ich bin stolz auf dich. Ich spiele gerade. Gut, dass das nicht in der Aufnahme drin ist. Wobei, das Geräusch schon, ne? Das Geräusch müsste drin sein. Dieses Bim. Ja. So ist das. Hier, mach den mal weg. So, den hier müssen wir abbauen. Der ist größer, als ich wollte und dachte. Das gefällt mir gar nicht so. Da bräuchte ich einen 6 auf 4 Balancer. Und ich habe die nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen. Warum eigentlich nicht? Warum ist das weg? Warum ist das Blueprint-Buch weg? Meine Blaupausen sind weg. Ich muss mal gucken, wo Xardas mir den Code geschrieben hatte. Jetzt muss ich mir irgendwie was ausdenken hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe schon eine Idee, wie ich es mache. Nämlich so wie beim anderen auch. Egal. So, wir brauchen jetzt hier erst mal unsere Abbauer. Bauen in diese Richtung ab. Wir müssen bis hier hoch. Und bis hier rüber. Erste Reihe. Zweite Reihe. Dritte Reihe. Vierte Reihe. Genau. Fünfte Reihe. Und sechste Reihe. Habe ich mir gedacht, dass wir sechse kriegen. Macht aber nichts. Und wir müssen etwas ausbauen. Wir haben nicht genug nach hinten raus. Da brauchen wir hier schon mal welche. Na, hier brauchen wir welche. Da. Da. Und hier? Ja, genau, das passt. Wunderbar. Nochmal das Zeug abholen. Brauchen wir jede Menge Miner. Und die Effizienzmodul-Dinger. So, alles abholen. Hier, bau auf. Der ist etwas größer. Der wird wahrscheinlich den Bahnhof voll ausnutzen, denke ich mal. Den Vierer. Hier brauchen wir auch wieder blaues Band dann. Ist auch wieder klar. Ha, jetzt ist die Frage, wie richten wir den ein, dass der hier passt. Indem wir den so kurz wie möglich da oben hinbauen. So, pass auf, erst mal den hier. Der endet hier. Da geht er hin. Das Ding muss blau werden, weiß ich jetzt schon. Mit Rot passiert hier nämlich nichts mehr. Deswegen richten wir den hier schon mal auf Rot ein. Auf Blau. Blau, blau, blau. Gut, ich habe noch keine Ahnung, inwieweit das dann beim Posten blau sein muss. Das sehen wir aber dann gleich. So. Bis hierhin. Du bis hier. Die Seite mache ich schon mal komplett blau. Brauchen wir gar nicht erst mit Rot anfangen. Da der Posten ja größer ist als der andere und beim anderen hat es auch schon nicht gereicht, ist das eigentlich eine relativ klare Sache. Ich kann mir eigentlich auch vorstellen, dass die 4 Linien hier auch nicht reichen werden. Allerdings habe ich die Vermutung, dass wir hier gerade noch nichts Besonderes mehr brauchen. Der hier macht jetzt erstmal hier hoch, hier rüber und hier drauf. So, der hier auch, hier hoch, hier rüber. Und hier drauf. Dasselbe mit ihm hier. Hier hoch. Hier rüber und hier drauf. Bop. Und da drauf. Und er hier einfach hoch. Und rüber. Und dann ist er auch da drauf. Das hat schon mal funktioniert. So, wie gesagt, wir brauchen jetzt hier blau. Ab irgendeiner Stufe. Würde man sagen, ab hier. So, da ist blau. Dasselbe jetzt hier nochmal blau. Hier auch nochmal blau. Hier braucht man natürlich auch nochmal blau. Gut. Die brauchen nicht blau zu sein.
Glaube ich. Weiß ich nicht. Sie ist noch gar nicht fertig. Muss vielleicht doch blau sein. Ah. Ja. Brauche ich noch Mina? Ne, Mina habe ich noch einstecken. Brauche ich auch gar nicht so viele hier. Geh weg. Deine Mina weg. Komm. Genau. Alles aufgeteilt. Was machen wir jetzt mit euch eigentlich? Ich würde mal sagen, blau. Und zwar teilen wir das auf. Also, wir nehmen die beiden blauen, die kommen hier rein und die werden auf Vierer aufgeteilt. So wie wir das kennen. Und dann werden die Vierer einfach damit reingemercht. Das kennen wir ja auch schon. Und das sollte eigentlich relativ einfach funktionieren. Wir schnappen uns jetzt hier mal. Da kommt der erste hin. Hier ist der zweite. Hier ist der dritte. Und hier ist der letzte. Jetzt müssen wir bloß noch die Linien bis dahin legen. Es wird gerade knapp mit blauen Bändern, wie ich das sehe. Aber ich kann ja hier mit Tunneln arbeiten. Und dadurch kann ich mir so ein bisschen Band sparen. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, wenn ich das gerade mal so feststellen darf hier. Dann nimm so viel Tunnel wie geht. Nimm einfach so viel Tunnel wie geht. Hier gleich weiter. Hier dasselbe. Was war's das schon? Nee, der hier muss noch weiter, genau, bis hierhin. Okay. Damit haben wir schon mal ein bisschen Band gespart. Dann reicht's. Verbinden. 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 Das funktioniert. Okay, jetzt müssen die noch angebunden werden. Hier rein da. Und du dasselbe. Na komm. Aber wie gesagt, hier rein da mit dir. Wunderbar, das passt. Arbeiten die alle? Hätte ich gerne rot machen, blau machen brauchen, wenn ich das so sehe. Die arbeiten jetzt alle. Okay, jetzt arbeiten die hier nicht mehr. Das macht aber nichts. Das liegt halt daran, dass das Band voll ist. Ich müsste hier eine Priorität vergeben, ne? Bevorzugter Eingang links. Bevorzugter Eingang ist jetzt links. Das machen wir hier auch. Bevorzugter Eingang links. Hier auch. Bevorzugter Eingang links. Und hier auch. Bevorzugter Eingang links. Aber jetzt staut sich das hier so ein bisschen. Weil die da nicht schnell genug abnehmen. Wobei doch, die nehmen schnell genug ab. Das geht. Wo ist denn der Zug hin? War der schon fertig eingerichtet? Habe ich den schon auf manuell gestellt? Scheinbar. Jo, ciao, mach's gut, ne? Okay, der andere auch nochmal hin. Und dann brauchen wir aber Asche mal neue Schmelzen. So, hier wunderbar. Der hier auch nochmal hin. Sprit rein. Das Kopierte kann ich ja einfach jetzt nochmal kopieren, ne? Einfügen, meine ich. Ja. Eingefügt. Genau, du bist Kupferposten 5 hier. Ach so. Sicher. Warum bist denn du losgefahren? Du standst doch richtig. Wie lange ist denn das jetzt her? Nicht so lange. Ah komm, dann machen wir das. Lade einfach den Spielstand hier. So doof. ja. Was hat man jetzt hier gemacht? Muss ich gleich nochmal drüber nachdenken. Also, wir müssen gleich nochmal die blauen Bänder so legen, wie wir sie hatten. Das war ungefähr ab hier, muss blau sein. Dasselbe hier muss auch blau sein. Der hier muss blau sein. Und der hier auch. Gut, fertig. Jetzt machen wir hier wieder die blauen Splitter hin. Genauso, wie wir das vor uns hatten. Ja, das sag mal einfach, hier geht der Ausstell los. Fertig. Erledigt. Hier rein. Dann hier rein. Dann hier rein. Und dann hier rein. Die kriegen alle bevorzugten Eingang links, genau. Kopiere das. Bevorzugter Eingang sei links. Die hier sind dann nebensächlich. Durch die Einteilung jetzt. Ja, sicher. Genau, so wollte ich das. Komisches Gesurfe. Hör mir auf, du. Ja. Bob. Läuft. Guck dich das an. Das ist ja ein Traum. Und so schnell wie diesmal.
ganz ohne... Jetzt lasse ich mich einfach nicht umbringen. Dann wird das auch richtig gut. Da rein, da rein. Da ist schon, okay. Hier braucht man nichts Blaues. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt blau gemacht habe. Das hätte alles rot gekonnt. Aber es macht ja jetzt auch nichts, dass das blau ist. So, wunderbar. Erz kommt dran. Dann muss man jetzt bloß noch den Zug anbringen. Den anderen. Hier, Zug. Zug, Zug. Zug. Diesmal lasse ich mich an die Plattform von ihm. Ach nee, so ein Unsinnzug, ne? Ja, so, ich habe eine Idee. Ich warte einfach gleich, bis er befüllt ist, bevor ich hier ihn auf die lange Reise schicke. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ob das Kopierte noch gemerkt ist? Nee, leider nicht. Das ist schade. Ich hab dir einfach irgendeinen hier. Den da. Kopieren dir. Fügen ein. Du bist aber nicht Kupferposten, du bist 7. Nicht 6 Punkt, irgendwas. Du bist 7, bist Inventar voll. Teil ist natürlich ganz oben. Halt, das hier ist ganz oben, habe ich gesagt. 7, warten, ausladen. Genau in der Reihenfolge. Auf nach warten. Ciao, mach's gut. Ja, sehr gut. Das läuft. Hier wurde jetzt auch abgebaut. Was noch fehlt, sind ein paar Module. Für da unten. Die müssen wir auch nochmal absteilen. Jetzt läuft das alles. Maximaler Effizienz. Das können wir ablegen, das können wir ablegen. Weil die sind ja voll. Jetzt hat man gesagt, wir wollten hier noch ein bisschen freiräumen. Hier drüben. Müssen wir hier mal den Laden noch so dicht wie möglich machen. Ich würde sagen, hier ist schon so dicht wie möglich. Aber hier kann ich... Hier kann ich Tore hinbasteln. 1, 2, 3, 4 Tore. Dann ist das nämlich hier sicher. Warum gehst du auf? Ach so, weil ich im Weg stehe. Okay, naja, das ist in Ordnung. Hier so ein bisschen mehr Verteidigung noch. Okay, auf die Plätze, fertig. Wir ballern rum. Ja. Hol sie dir alle. Hol sie dir einfach alle. Da unten sind sie. Die Drecksäcke. Ich brauche hier gleich auch noch ein Radar. Warte mal. Jetzt habe ich gerade dran gedacht. Sollte ich es auch hinstellen. Das klingt, als würde bloß einer schießen, aber ich glaube, es schießen beide. So, hier, ja, wunderbar. Radar. Und ich brauche nochmal hier so ein bisschen extra Abdeckung. Ach nee, Radar haben wir da. Brauchen wir nicht. Ja, ich gerade. Reicht das, wenn ich dich hier hinstelle? Ach komm, hör auf zu surfen. Ja, das reicht. Gut, alles abgedeckt. Radar haben wir auch, dank ihm hier. Brauchen wir uns auch keine Gedanken zu machen, ist abgedeckt. Ja, dann ballern wir die da drüber mal weg hier, ne? Was ist los? Blaue. Warum? Was ist denn? Keine roten. Warum keine roten? Weiß ich nicht. Sind halt einfach keine roten da. Jetzt geht er. Hat einer abgeholt, okay? Also wir werden gerade rote produziert. Es fehlt aber an Zeug. Muss hier auch mal blaues Band hinlegen. Bevor ich den kopiere. Der ist nämlich noch nicht ganz perfekt. Egal, wir wollten hier ja jetzt eigentlich rumballern, erst mal. Bevor wir uns darum kümmern. Ja, alles weg. Ganz Zeug hier. Pop, pop, pop. Sobald die weg sind, können wir da schön einen Außenposten hinpflanzen, der dann erstmal schön scannt. Und dann finden wir hoffentlich neue Ressourcen für später irgendwann mal. Da haben wir gleich quasi, ja, vorgesorgt. Dass wir da auf der sicheren Seite sind. Oh, das wird ein guter Angriff, wenn ich das so sehe. Der Angriff wird gut. Ja, hier räumen einfach alles weg. Das ist aber, sind aber auch echt große Nester, ne? Meine Güte. Das Spiel macht es eben nicht leicht. Aber ich finde das super, dass die Artilleriezüge jetzt mit drinne haben. Das macht halt, naja, die Gegner im Late Game
von sich weghalten, macht's dann einfacher, weil er einfach, ja, wie gesagt, hier, wie wir jetzt haben, so eine Zuglinie einsetzt, wo er automatisch alles wegballert, was neu spawnt. Das gab's halt vorher nicht. Na, da musstest du das alles manuell machen und das war echt doof. Jetzt, wo du einfach ja, den Zug da losschicken kannst, der kümmert sich darum, dass immer alles frei ist, das macht die Sache schon deutlich angenehmer. Muss man schon mal so sagen. So, hier alles weg, was da noch ist. Was haben wir denn hier? Hier ist auch noch was. Weg damit. Der hier will auch weg. Was ist denn jetzt kaputt? Ein Bauroboter. Ja, wie gesagt, das kann immer mal passieren jetzt. Deswegen liefere ich ja immer neue Bauroboter aus an die Außenposten. Huch. Immer sehe ich, was da passiert, ne? Hier ist ein neues Kohlefeld. 10 Millionen. Hübsch. Wie gesagt, Kohleverflüssigung ist auch noch so eine Idee. Wurde mir auch gesagt, dass ich mal mir überlegen könnte, ob ich nicht mit Kohleverflüssigung irgendwann mal was machen will. Da es ja mit Öl nie so rosig aussah, sage ich jetzt mal. Im Moment haben wir natürlich mehr Öl als Ölverarbeitung, dank diesem Posten hier unten. Der holt da schon ordentlich was raus. Der ist auch voll, ne? Hier passiert halt nichts.